Herzlich willkommen, mein Name ist Ben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es Klassik Wiesing Eitopf. Ganz einfach und lecker. Machen wir jetzt anfangen. Zumindest ein bisschen Margarine. Zwiebeln in den Topf geben. Weiter schneiden die Knollensellerie. In Würfel schneiden. Sellerie alle zu. Weiter Karotten. Mache ich Habilen. So, alle in den Topf geben. Ein bisschen rünsteln. Weiter schneiden die Wiesing. Strom weg. Und Steifen schneiden. Und Wiesing kann man geben. Weiter Kartoffeln. Kartoffeln am besten mit Mehl-Kartoffeln. Würfel schneiden. Also Kartoffeln auch dazu. Und ein bisschen Kümmel. Ein bisschen Tomatenmark noch. Gut drinnen. Riecht gut. Und Gemüsebrühe-Ablösung. Und ein Stück Lohbrot. Ein bisschen Salz. Und schwarzer Pfeffer. Jetzt mit Leckertour ca. 20 Minuten garen kochen. Ein bisschen Anisöl. Und Räuchertofu. Würfel schneiden. In Pfanne geben. Bis Gobau anbraten. Ein bisschen Wasser und Tamari und das Gemisch ablösen. Räuchertofu alle in den Topf geben. Noch ein bisschen Schnittlauch. Und das dazu geben. Ganz einfach, Wiesing Eitopf ist fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.